Leute, die 81 plus Double Upgrade SBC ist wieder da. Man kriegt ein Pack, in dem zwei Spieler drin sind, die mindestens ein 81er Rating haben. Die Packs sind eigentlich immer richtig gut, um SBC-Futter zu kriegen. Das ist mein Ziel heute, ein paar High-Rated-Spieler kriegen. Und wer weiß, vielleicht ziehen wir auch einen WM-Team of the Tournament. 20 Stück haben wir all in all am Start. Das ist auf jeden Fall eine gute Anzahl und dann gehen wir die mal nacheinander durch. Wie gesagt, Walkout-Animation ist auf jeden Fall sehr gewünscht. Ansonsten 85er Rating oder so ist für mich auch okay, aber 281er in dem Pack, das ist dann schon enttäuschend. Da habe ich dann nicht mal Plus gemacht mit dem Set. Weil das Pack war eh so gut wie geschenkt schon wieder. 6 Non-Rares, 5 Rares, mehr musste man nicht reintun. Ganz simple Angelegenheit. Ein 84er, der ist schon mehr wert als das Team, was man abgibt, oder? Ja, aber erst ab 85 wird es so richtig relevant. Let's go. Schade, dass es gerade keine WM-Icons mehr gibt. War auch immer geil, dass man die ziehen konnte. Aber, wait. Oh mein Gott, warum hatte ich kurz Hoffnung? Warum hatte ich kurz Hoffnung? Weil ich auf nichts geachtet habe. Nein, das ist ein Skandal. Nee, okay, das ist das Provokanteste. Ich habe fast nichts im Verein und dann ziehe ich genau das, was ich eh schon an Tradable habe. Der läuft's mau. Aber das kann schnell gut werden. Ist jetzt, glaube ich, auch kein Banger. Henderson, 83. Also 83er sind halt auch momentan ja, quasi Discard. Und wir nehmen eins von hinten. Ein Viertel der Packs haben wir jetzt nach diesem Set durch. Oh, die ersten 25% waren Lush Ben Yedda. Ja, in der ersten Woche von FIFA wäre das was Cooles, aber jetzt... Ach nee, jetzt habe ich Isco auch an Tradable. Warum habe ich überhaupt so viel an Tradable? Ich sag ernst, ich habe eigentlich alles in diese SBC gesteckt, was ich habe, außer so 81er und 82er. Und genau die kriege ich halt jetzt. Unlucky, unlucky. Aber es reicht ein geiles Pack. Und das würde alles hier komplett drehen. Man kann ja am nächsten Team of the Tournament, ja, Mbappé Team of the Tournament alle Karten gerade ziehen. Aber wie gesagt, das hatte ich vorhin doch nicht zu Ende gebracht. Ich glaube, normale Icons sind hier nicht drin, ne? Weil es ja zwei seltene Goldspieler sind. Das ist ein bisschen schade, weil WM-Icons... Oh, Walkout, let's go. WM-Icons haben wir als seltene Goldspieler gezählt. Verratti, das reicht schon, das reicht schon. Er allein ist mehr wert als alle Packs, oder was wir für alle Packs bisher ausgegeben haben. Also jetzt schon durch einen Spieler ein Plus-Ding. Weil er einfach 20k kostet. Das ist geil an den High-Rated-Spielern. Die sind für SBCs halt richtig nice. Ein Walkout mitgenommen. Und wenn das so weitergeht, kommen noch ein, zwei weitere. Und dann lief es auf jeden Fall auch eine neue stabil. 3 Walkouts ist so mein Ziel. Oder ein Walkout und ein Team of the Tournament. Das ist auch, ja, die andere Option. Ich glaube, hier sind ein 82er, ein 81er. Und einen davon habe ich schon. Na gut. Nehmen wir das zweite Pack. Für den zweiten Walkout. Ah. England. Ach. Ah, okay, immerhin. Immerhin nicht nochmal Henderson. Wobei Phillips halt noch niedrigeres Rating und so hat. Den habe ich auch schon. Was ist das denn? Set wäre halt auch nochmal Verratti ziehen. Wobei ich mich dann halt direkt an der SBC jetzt ransetzen kann und einfach Ratti erstmal weghau, aber das wäre auch irgendwie kurios. Unai Simon, 83, habe ich noch nicht. Immerhin ihn nicht. Hälfte der Packs sind durch. Oh. Ein Walkout war auf jeden Fall, wie gesagt, schon mal da. Mm, der ein bisschen Coins bringt. Ist gut? Nee. David Silva. Ich habe auch ihn schon. Es ist so unlucky einfach. Jeden einfach an Tradable. Aber das sind halt so Spiele, die kosten 2k für... Die lohnt es auch nicht, dann eine andere SBC zu machen, der nächste Walkout. Nein, das hätte Mané, es hätte Koulibaly sein können. Das ist Mondi am Ende. Er hat halt das niedrigste Rating von denen. Er ist halt trotzdem auch stabiles SBC-Futter, das ist cool. Wobei 15k. Alleine ein Ratingpunkt oder zwei höher wäre schon ein Unterschied von 10 bis 15k. Das geht da so schnell im Walkout-Bereich. Naja, ein weiterer Walkout noch. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Oh, back to back! Nice Sets, Numbers! Und der hat ein gutes Rating. Guck mal, das, dieser SBC ist eine Gelddruckmaschine. Haha, na was? Wir haben jetzt 13 Packs runter und 3 Walkouts gezogen. Das ist extrem gut. Extrem gut. Na was? Kostet, schaut euch das an, 30k. So schnell geht's da. 2 Ratingpunkte höher, kostet schon das Doppelte von Mondi. Über 50.000 Münzen jetzt gemacht. Wunderbar, aus irgendwelchen Untrade-Karten, die ich so rumliegen hatte. Wenn jetzt noch ein Team of the Tournament kommt, dann bin ich komplett happy. Dann bin ich 10 von 10 happy. Jetzt gerade schon
8 von 10 happy. Wir haben Locatelli, ne? Ja, 82er Rating. Und ja, mein Gefühl sagt mir, dass ich den schon haben werde. Nimm das Pack hier. Da habe ich ein gutes Gefühl. Oh, nein, nein. Ah, okay. Tonali, hey. Auch nicht mehr die Relevanz, die er ganz am Anfang von dem FIFA hatte. Aber, bitte, bitte, bitte. Ein bisschen was bringt er schon. 5 Sets haben wir noch. Ein nicer Pull geht da noch. Da ist er, der Team of the Tournament. Oh, was redest du, Casemiro? Diese Packs sind sick. Was ein geiler Pull. 91er rated, stabile Karte, Team of the Tournament. Geil, Digga, geil. Letztes Mal haben wir diese Picks getestet, in denen, ich glaube, 79 plus war das, ne? In denen 3 79 plus Spieler mal zur Auswahl waren, oder ich glaube sogar nur 2. Die haben fast dasselbe gekostet wie die Packs hier, die waren echt scheiße. Und diese Packs hier, die hauen komplett rein. Also jetzt bin ich 10 von 10 zufrieden, ich hab's gecallt, als hätte ich's gerochen, dass noch einer kommt. Junge, 150.000 ist der Wert. Das ist halt ehrlich eine coole Karte einfach, es ist eine coole Karte. Geil, Mann, Casemiro. Ja, jetzt die letzten Packs auch egal. Also das schmeckt richtig gerne. Den steckt man ein, den steckt man in die Tasche. Ui, ich bin komplett zufrieden. Also wer noch Müll rumliegen hat, so 75er Non-Rares, 75er Rares hier rein. In das Ding reinstecken. Na, da macht ihr nichts verkehrt. Klar, man muss nicht immer so reinlacken, wie ich es jetzt gerade tue, aber man kann. Das ist halt das Coole, man kann. Es gibt schon Leute, die hatten noch mehr Glück als ich. Die haben halt 20 Packs, so 3 Team of the Tournaments gezogen oder so. Aber wie gesagt, ich bin mehr als zufrieden. Das war mehr, als ich erwartet habe, mehr, als ich vorher gedacht habe. Hier kommt nochmal ein 83er Luis Alberto. Ich habe wieder ein schlechtes Gefühl. Ja. Hier sieht man warum, weil ich den schon habe. Nächstes Ding. 2 Stück noch, die letzten beiden. Gibt eine coole Flagge einfach. Dänemark, Eriksen, Schmeichel. Ja, auch. Was hat der noch? 83? Ja, okay. Ist doch egal eigentlich. Oh, der war tauschbar. Let's Pack, Leute, hey, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Squad-Channel. Hier kommen wöchentlich 2 bis 3 Videos von mir, Wakes und Heisen. Die wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen und coole Sachen mit dabei, so wie das hier heute. Zum Abschluss gibt es noch einen Weltmeister mit Romero. Das ist doch ein ehrenwertes Ende. Und ja, und noch ein Nicht-Weltmeister, beziehungsweise Griezmann ist ja auch Weltmeister vor 4 Jahren geworden. Aber Hauptsache, die beiden im Finale gegeneinander gespielt haben, nur zum Schluss. Lustig. Hau rein, macht's gut, ciao.